Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge direkt aus dem... rülpst er mich an hier? Direkt aus dem Hort der Kleriker. Wir haben hier beim letzten Mal die Ration für Anna verteilt und ich glaube, wir haben somit alle Aufgaben, die wir machen sollten, um den Rang aufzusteigen, erledigt. Ich will jetzt noch mal einmal kurz gucken. Denn ich glaube, wir müssen in die Kirche zurück, oder? Was ist hier? Hier ist nichts. So. Ich habe natürlich vergessen, wo die Kirche ist. Das heißt, ich muss einmal eben auf die Karte schauen. War das hier? Kathedrale, ja, genau. Da begeben wir uns jetzt einmal kurz hin und dann bin ich sehr gespannt. Genau hier. Ob das jetzt klappt oder nicht. Denn eigentlich haben wir uns ja nicht so schlecht angestellt. Aber Reinhold hat natürlich das letzte Wort. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Ich habe Suggestion gelernt. Ich habe Suggestion gelernt. Ach wirklich? Dann zeig mal, was du kannst. Ich will, dass du versuchst, meinen Glauben an Kalan zu erschüttern. Die Outlaws sind gute Menschen und du bist ein Freund von ihnen. Die Outlaws sind gute Menschen und du bist ein Freund von ihnen. Die Outlaws? Ja, eigentlich sind sie... Nein. Das war kreativ. Mit einem Angriff auf dieser Ebene habe ich nicht gerechnet. Ja, sehr gut. Ich bin beeindruckt. Das war für einen Anfänger wirklich gut. Gut. Diesen Teil deiner Aufnahme sehe ich hiermit als erledigt an. Jawohl. Aber denke immer daran. Versuche niemals, Leute zu suggestieren, die einen stärkeren Geist als du besitzen. Du kannst davon ausgehen, dass es nicht klappen wird. Übe fleißig weiter. Vielleicht schaffst du es eines Tages, mich zu überzeugen. Lacht er mich aus? Geh jetzt und melde dich wieder bei mir, wenn du deine Wallfahrt erfolgreich gemeistert hast. Hab ich doch schon. Ich bin von der Wallfahrt zurückgekehrt. Dann hast du die Prüfungen Kalans überlebt und sein Land kennengelernt. Ja, na klar. Das ist gut. Ich habe meinen Beitrag für die Gemeinschaft geleistet. Das hast du. Von Marthas Seite aus gab es keine Beschwerden. Damit hast du bewiesen, dass du es verstehst, dich für die Gemeinschaft einzusetzen. Du hast dich im Lager nützlich gemacht, die Kunst der Suggestion gelernt und die Wallfahrt eines Akolyten erfolgreich gemeistert. Jaha. Wir befinden uns im Krieg. Wir können jeden Gläubigen brauchen, der sich uns zur Verfügung stellt. Das bedeutet für dich, dass du jetzt die Chance hast, einen höheren Rang bei uns zu bekleiden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Natürlich nur gegen einen kleinen Stück. Natürlich, ja. Guck mal, da steht in Klammern Stufe 15. Ich möchte in den Rang eines Legaten erhoben werden. Du hast im Namen Kalans bewiesen, dass du diesem Rang würdig bist. Jawohl. Hast du die Spende dabei, die Kalan verlangt? Ja, habe ich. Kalan dankt dir. Ab heute wirst du dich Legat nennen dürfen, Bruder. Aber auch ein Boom. Legat unterliegt noch den Pflichten. 4000 EP. Mit der neu gewonnenen Kraft der Suggestion wirst du in die Welt gehen und Gläubige finden. Ach du Scheiße. Neue, ungeschliffene Akolyten wirst du rekrutieren und gottlose Ketzer reinigen. Melde dich bei Hagen und Balder. Sie werden dir sagen, wie du Kalan von nun an dienen kannst. Aber zuvor solltest du dich bei unserem Rüstmeister melden. Aha. Heute bist du berechtigt, direkt aus unseren Lagern zu kaufen. Geh und decke dich bei ihm mit Panzerung ein. Wegtreten, Legat.
Vor allem soll ich mir jetzt Rüstung kaufen, wo sie mich doch gerade hier blank gemacht haben mit ihren 1000 Splittern, ey. Das ist eigentlich voll die Frechheit. Aber gut, wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen uns nicht aufregen, sondern freuen. Denn wir sind jetzt Legat. Nee, hier wollen wir nichts kaufen. Das ist mir zu teuer, ja. Verstehe einer die Kleriker. Sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Ja, Kaya, das hast du wohl richtig erkannt. Das könnte dann das Ende sein. So, was ist das hier? Ist das hier schon? Ah, hier, Haus der Suggestoren. Wen haben wir hier? Kleriker, okay. Okay, okay, okay. Ja, boah, ich will diese Rüstung haben, ne? So, hier. Tag, Chef. Legat, es gibt Arbeit. Deshalb bin ich hier. Gut. Es obliegt deiner Verantwortung, neue Menschen für unseren Orden anzuwerben. Ganz prima. So wie du unserem Beispiel gefolgt bist, sollen es auch andere tun. Zu Befehl. Zu Befehl. Dein Eifer spricht für dich. Da sich kaum ein Mensch nach Ignadon verirrt, wird dich deine Suche in andere Länder führen. Okay. Du solltest also den Zustand deiner Waffen auf Vordermann bringen und dich mit allem Nötigen ausstatten. Meide aber die großen Ballungsgebiete. Konzentriere dich auf jene, die fernab fremder Einflüsse sind. Okay. Sollten deine Ziele Widerstand leisten, brich ihren Willen oder wende Gewalt an. Den Rest erledigt eine Eskorte. Ja, okay. Wen kann ich für unsere Zwecke rekrutieren? Wie gesagt, am besten sind Personen, die niemand kennt. Die Auswertung unserer Drohnen hat mir 3 Namen ausgespuckt. Halte nach 3 Männern Ausschau. Ihre Namen sind Connor, Ryder und Galar. Die beiden ersten sollten sich in Tavar und Umgebung aufhalten. Den letzten findest du in Edan. Ihre Koordinaten habe ich auf deinen Adjutor übertragen. Ja, okay. Wegen der neuen Rekruten. Galar ist tot. Galar ist tot. Das ist nicht gut. Aber unter den Berserkern werden wir schon noch genügend Unentschlossene finden, die von unseren Idealen überzeugt werden können. Ja, das ist der gewesen, wo wir in der einen Folge auf dem Weg zur Insel waren, glaube ich. Und dann standen die beiden da und wurden angegriffen und ich wurde angegriffen und zack, waren auch alle schon wieder tot. Das war ganz merkwürdig. Was möchtest du wissen? So, pass mal auf hier. So. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Guck mal, ich könnte zügeln. Batterie kann ich leeren. Technische Waffen kann ich nicht. Ein-Mann-Armee. Oh, ja, okay. Kraft der Maschinen. Kraftreinigung, Kraftschild. Eins mit der Waffe. Ei. Nee, nee, nee. Ich heb mir die noch auf. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt sage, hier, ich will unbedingt alle von den Klerikern lernen. Aber ich habe noch 700. Oha. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte weniger. Gut, dann müssen wir mal mehr eben schauen hier, was wir alles verkaufen können. Ein bisschen Rotz hier. Wir haben da bestimmt noch irgendeine Lumpe, was wir nicht mehr brauchen. Oder? Ich weiß es gar nicht. Resistenzstrahlung, die muss ich auf jeden Fall aufheben. Hier, Fell, weg. Kralle, weg. Klebeband, weg. Magnesium, Fackel. Presslufthammer, nee, das, den brauchen wir noch. Ah, okay, ich glaube, das war's. So, tschüssi. Gut. Jetzt müssen wir noch den Rüstmeister finden. Denn ich möchte gerne eine neue Rüstung haben. So, guck mal hier. Ah, lass mich doch da ran. Baldak, das ist der Lehrer. Aber ich wollte doch zum Martha. Levin. Rüstmeister, da. Okay, warte mal. Markieren wir uns mal. Zack. Dann finden wir das besser wieder.
Darüber schweig ich mich aus. Ah, direkt um die Ecke. Wenn man blind ist, ne? Oder? Ist er das hier? Ich glaube, er ist... Ja. So, du bist dann wohl der neue Legat in unseren Reihen. Sehr schön. Ja, sei gegrüßt. Es ist dir genehmigt, Rüstungen der MK2-Generation zu kaufen. Okay. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ja, zeig her. Rüstung. Wollt ihr mich verarschen? Zehntausend für eine Rüstung. 2500 für so ein... Alter. Heftig. Regentenschwert. Selbst das kann ich mir nicht leisten. Brauche ich Stärke und Geschicklichkeit. Lasergewehr. Boah, heftig. Ich komme dann nächstes Jahr wieder. Oder wenn ich Elex 2 irgendwann durch habe. geil. Ja, ist aber nicht schlimm. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr Geld verdienen, denke ich. So, Marker entfernen. Wir gucken mal eben hier Quests technisch. Ignadon, Finger weg. Okay, das lassen wir erstmal. Der Torwächter, was ist das? Achso, nee, das machen wir nicht. Huch. Ignadon? Ah, hier. Im Dienste Kanaans. Haha. Was steht denn da? Ich soll mich nach geeigneten Rekruten umsehen. Okay, auf der Karte markieren. Wo sind sie denn? Ryder. Connor. Gut, dann einmal zu den Südklippen, bitte. Versuchen wir mal, den zu bekehren. Eigentlich hätten wir noch mit Hagen sprechen müssen, aber das machen wir noch. Irgendwie bin ich froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen. Ah, guck mal, das geht ja schon wieder gut los. Ein Häscher. Zwei Häscher, drei Häscher. Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich frag mich gerade. Ja, okay. Ich hätte direkt wegrennen sollen. Was mich aber wundert, ist, dass die Häscher und diese Fleischgrillen sich untereinander verstehen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Manchmal bekämpfen sich die Mutanten untereinander, manchmal nicht. Oder ich bin einfach nur sehr lecker. Das kann auch sein, dass sie mich beide irgendwie mögen. Wir rennen erstmal weg. Lassen die erstmal in Ruhe. So, lalalalala. Okay, Häscher ist weg. So, dann können wir jetzt mal in Ruhe auf die Karte gucken. Okay, Ryder kommt hier gleich irgendwo links um die Ecke. Ach du Scheiße. Schnell speichern. Ich habe schon gesehen, dass da hinten wieder was dickes Fett ist. Das sitzt wahrscheinlich da oben auf dem Turm drauf, oder? Oder? Ich habe Angst. Warte mal. Einmal Karte, bitte. Ja, der scheint hier irgendwo... Ich war vermutlich da hinten. Aber ich glaube, ich weiß auch, wer Ryder ist. Ist das nicht der Typ, den wir mal besucht haben? Ich glaube, wir hatten mal irgendeine Mission, wo wir Fleisch besorgen sollten oder so. Könnte sein, dass er dieser... Ja... Ja, okay. Ich erinnere mich. Das heißt, wir machen eben eine Schnellspeicherung. So. Das packen wir weg. Wir versuchen es erst auf die gute Tour. Muss ich ja auch nicht gleich hier mit allen... Es ist gut,
dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. So, weiter, altes Haus. Gehörst du zum Vor? Gehörst du zum Vor? Nicht direkt. Ich würde mich als Outlaw im ursprünglichen Sinne bezeichnen. Mhm. Fressen oder gefressen werden. Um mehr geht es hier draußen nicht. Ich lebe lieber hier draußen zwischen den Schakalen, als da oben im Fort und lasse mich den ganzen Tag voll schwatzen. Die Outlaws im Fort behaupten, frei zu sein. Die Wildnis und die Jagd ist der wahre Kern der Freiheit. Ah ja. Lass sie los gesagt sein. Schrei mir nicht an. Die Kleriker brauchen dich. Die Kleriker brauchen dich. Ja, ja. Die nehmen doch jeden, den sie kriegen können. Aber wen wundert's? Zu denen will ja auch Das stimmt keiner. Nicht. Und ich bin sicher nicht so blöd und tausche meine Freiheit gegen ihr Korsett ein. Zumal ich nicht einmal weiß, was sie mir zu bieten haben. Trotzdem nett, dass du gefragt hast und nicht versuchst, mein Hirn umzukrempeln. Ich frage nicht. Ab sofort schwörst du den Klerikern die Treue. Ich frage nicht. Ab sofort schwörst du den Klerikern die Treue. Aber meine Freiheit... Du bist nicht frei. Du bist ein Diener Kalans. Ja, das war ich schon immer. Dann sind wir uns einig. In ein paar Tagen kommen einige meiner Brüder. Sie werden dich abholen und in den Hort begleiten. Noch Fragen? Nein. Gut, dann sind wir uns einig. Kann man machen, muss man nicht. Irgendwie tut mir das voll leid. Ist zwar eine geile Sache so, aber irgendwie auch nicht. Aber guck mal hier, wir legen uns erstmal eine Stunde aufs Ohr. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann ist unsere Energie wieder voll. Ja. So, gut, haben wir schon mal einen. Mach's gut, Ryder, wir sehen uns im Hort. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte, wo jetzt der andere ist. Da, Connor. Der läuft da. Okay, dann von Sandy Pines einmal rüberlaufen. Der Name sagt mir auch irgendwas. Wahrscheinlich habe ich den schon mal irgendwo gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Oh, schon wieder so. Die sind jetzt überall, die fetten Viecher, ne? Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Komm, Kaya, ich helf dir. Oder auch nicht. Tschö. Ihr Kackviecher. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Ah ja, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. So, und was fällt mir da ein, wo ich das gerade sehe? Wir haben doch beim letzten Mal für unsere Prüfung, haben wir doch ein neues Gewehr bekommen, ne? Guck mal hier. Das war aber grün. Glaube ich. Lasergewehr? Plasmagewehr? Guck mal, der Erlöser. Können wir nicht tragen. Plasmagewehr? Können wir auch noch nicht tragen. Noch nicht. Die Geistersehne. Ich weiß, dass das grün war. Handgranate? Was macht das an Schaden? 42 plus 7. Okay. Ja, es scheint das mit das Beste zu sein. Müsste ich mal eben einmal Geschicklichkeit auf 41 bringen. Zack. Und dann können wir das ausrüsten. Ich bin sehr gespannt. Oh yeah, guckt euch das an, Freunde. Nice.
Oh, verdammt, ich wollte gar nicht schießen. Ich bin gerade... Huch, ich bin gerade auf den Knopf gekommen. So, wir wollen ja auch eher jetzt mal einmal hier den Connor besuchen. Ich hoffe, dass der hier noch irgendwo rumrennt. Obwohl, warte mal, komm. Scheißegal. Einmal gucken, wie sich das anfühlt. Okay. Aua. Nein. Kaya, komm mal her hier. Ich bin hier gerade in der Bredouille. Gewehr ist geil, aber leider zu wenig Munition. Ich muss da irgendwie gucken, dass ich da nochmal mehr Munition besorge. So. Achso, genau. Aufpassen. Im Sand könnten Minen liegen. Ist mir schon sehr oft passiert. Auch bei meinem ersten Spieldurchgang damals zu Release bin ich da immer reingelaufen. Aber ich weiß natürlich nicht mehr, wo die liegen. Ist ja klar, das ist sehr lange her. Kann mir auch leider nicht alles merken. Genauso wie manche Quests habe ich total vergessen. Manche Quests habe ich auch noch nie gemacht. Weil das einfach... Oh, wie ist ein Teufel? Weil die einfach zu versteckt waren. So, ein Wüstenteufel, bitte. Oh, da steht schon der nächste. Aber ich glaube, der lässt uns in Ruhe, oder? Ja. Das ist gut. Wir haben ja das Amulett noch. So, wo ist denn der gute Mann? Ist der hier unten? Oder laufe ich wieder falsch? Warte mal. Nee, der scheint da oben zu sein. Ah, ganz prima. Wie soll ich da denn jetzt hinkommen? Ach, guck mal hier. Auch wieder so ein verstecktes Ding. Voll cool. Leider kein Loot. Aber trotzdem ein cooler Spot. Ich glaube, wenn ich hier in der Wüste wäre, ich würde mir hier so ein richtig schönes Lager bauen. Vorne drum mit so ein paar Fallen, damit die mir nachts nicht in den Arsch beißen. Das ist ein guter Spot hier, finde ich. Guck mal hier. Okay, ich nehme alles zurück. Ein Ripper. Aua, aua, aua. Ey! Wie gemein. Ich habe nicht schnell gespeichert. Verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Muss mal eben gucken, wie weit das weg ist. Oh. Ja, jetzt habe ich mich erschrocken. Okay, wir bringen uns in Sicherheit. Oh, hier liegt ein Zettel. Ominöser Zettel. Aber das Gute ist, wenn wir jetzt sowieso hier sind, dann kann ich auf einen anderen Weg laufen. Weil ich glaube, der war oben auf der Hauptstraße. Hier ist auch alles wieder grün. Elexit, guck mal. Hat sich das doch gelohnt.
Ja, guck, zerfetzt euch. Ihr Schweinebacken. Oh, guck mal hier. Versteckt bei den Bäumen. Ist da irgendwas drin? Nee, ne? Vielleicht? Kommt man da hoch? Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Aua. Das liebe ich an diesem Spiel. Es ist einfach... einfach nur schön. Die Landschaft ist toll. Das Looten macht Spaß. Das Erkunden noch viel mehr. Genau mein Ding. Und ich freue mich sehr, wenn irgendwann dann jetzt bald hoffentlich Elex 2 rauskommt. Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie, ob ihr euch da auch drauf freut. Oder ob ich das hier für euch in Form eines Let's Plays dann auch spielen soll oder eher im Livestream bei uns auf dem Twitch-Kanal. Würde mich mal interessieren. Dann habe ich ungefähr auch eine Ahnung, auf was ihr Bock habt und was nicht. So, guck mal. Ui. Ui, ui. Das gefällt mir aber nicht. Tschüssi. Hier oben ist es grün und lebendig. Da unten ist alles lebendig. Ich frage mich, woran das liegt. Es könnte am Elex liegen. Nein, das glaube ich nicht. Dort unten gibt es Elex, wie der Kandidat beweist. Und hier oben spüre ich es auch. Es muss etwas anderes sein. Ah ja, okay. Hey Kumpel, Connor. Du bist bestimmt der Bruder von Sarah. Kann ich dich gut stören beim Pullern oder dauert das länger? Hey, Kollege. Er pinkelt einfach aus der Hose. Aber ich erspare dir die Arbeit. Du kannst weiterziehen. Ich habe hier schon alles Wertvolle eingesackt. Der Rest ist Müll, auf den nicht mal die Ratten einen Haufen legen würden. Und was hast du so gefunden? Und was hast du so gefunden? Neben dem üblichen Dreck ein paar Splitter. Irgendeine arme Sau hat in der Nähe wohl sein Versteck gehabt und das Zeug vergessen. Aber ich habe auch gute Nachrichten im Gepäck. Du kannst was von meinem Wasser haben. Hier. Oh, das ist aber nett. Rein. Und jedes Vieh, das versucht hat, in die Quelle zu pissen, ist als Bratenspieß verendet. Voll netter Typ, ey. Wann ziehst du weiter? Verkaufst du etwas von euch? Die Kleriker brauchen Unterstützung. Okay. Dem Vieh reiß ich den Arsch auf. Was zur Hölle? Nein, 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 nein. Ich muss hier weg, ey. Ich muss da helfen, nicht, dass er gleich stirbt. Das wäre scheiße. Kommt, haut drauf! Yes. Oh, habt ihr gesehen, wie wenig Energie der noch hatte? Es wundert mich, dass nur ein Teil des Gebäudes Wände hatte. Wow. Was macht man mit einem Haus ohne Wände? Eine sehr gute Frage. Die beantworten wir aber in der nächsten Folge. Denn dann machen wir hier genau an diesem Punkt dann weiter. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.